Das sind Bilder von einem der bekanntesten Lichtforscher der Welt. Das heißt, er forscht zur globalen Lichtverschmutzung. Christopher Kuiper brennt für seine Arbeit. Aber was ihn frustriert? Die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Ich würde wirklich gern Wissenschaftler bleiben, aber es sieht nicht so aus, wie ich kann das machen. Immer wieder befristete Verträge machen Karriere und Familienplanung so gut wie unmöglich. Unter dem Wissenschaftsteilvertragsgesetz hätte jemand wie Albert Einstein sicher keinen Nobelpreis gemacht. Verprellt Deutschland seine klügsten Köpfe? Die Union will bei befristeten Verträgen für Wissenschaftler bleiben. Also das Wissenschaftszeitvertragsgesetz hat ja wirklich auch zum Ziel, diese ellenlangen Befristungen im Bereich der Wissenschaft zu begrenzen. Auch wenn ich es an der Uni nur bis zum Bachelor geschafft habe, weiß ich, Forschung ist enorm wichtig. Ohne Forschung gibt es kein Penicillin und ohne Forschung wüssten wir auch nicht, was für Folgen der Klimawandel beispielsweise hat. Das heißt, die Leute, die diese Forschung betreiben, die WissenschaftlerInnen, sind auch super wichtig für uns als Gesellschaft. Aber diese Menschen arbeiten gerade in Deutschland super häufig unter prekärsten Bedingungen und wissen nicht, wovon sie im nächsten Jahr leben sollen. Ich treffe den Lichtforscher Christopher. Der kommt aus Kanada, ist aber seit 12 Jahren in Deutschland und hat seitdem schon einige Arbeitsverträge gesammelt. Da sind sie. Ja. So, 1, 2, 17, 18 seit 2009. So, in 12 Jahren. Das klingt jetzt für Leute, die davon noch nie gehört haben, erstmal so ein bisschen wie, als würdest du deinen Job nicht so richtig gut machen, als würdest du halt irgendwie immer so kurz so vom Rausschmiss. Ja. Das ist das Verrückte. Christopher hangelt sich von Vertrag zu Vertrag, obwohl er einer der renommiertesten Forscher in seinem Gebiet ist, und zwar weltweit. Zweimal habe ich dieses geschafft, dass meine Arbeit war so ganz in den Weltmedien. Ich hatte Interviews mit BBC und all die Leute weltweit. So, es hat Spaß gemacht. Ich mag das wirklich gern, Wissenschaft zu kommunizieren. Weil er immer wieder befristete Verträge kriegt, kann Christopher weder sein Familienleben noch die Arbeit gut planen. Er sammelt seit Jahren Daten zu künstlichem Licht auf der ganzen Welt. In dieser Frage, was ändert in unserer Städte, warum sind die heller geworden, das hat niemand geantwortet. Was ist auch ein bisschen verrückt ist, wir geben aus Milliarden von Euro für Beleuchtung jedes Jahr. Und die alle Straßenlaternen, alle Werbeleuchter werden um LED umgesetzt. Ja? Und es gab bis jetzt nur 2 Untersuchungen, wie hat das die Lichtsituation in der Umgebung geändert. Und niemand hat gemessen, was hat geändert dann für die Himmelshelligkeit, für die Tiere, die da sind. Ist einfach nicht geforscht. Christopher will genau das erforschen. Das braucht Zeit. Er sagt, eigentlich müsste er hier die nächsten 10 Jahre dranbleiben. Aber ein 10-Jahres-Arbeitsvertrag ist vollkommen illusorisch. Ja, also wie Christopher geht es ganz vielen. Das habe ich jetzt letztens über Twitter herausgefunden. Denn unter dem Hashtag Ich bin Hanna haben ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gepostet, was ihre Erfahrungen mit den kurzen Verträgen sind. Und da habe ich einige gefunden, die mich sehr beeindruckt haben. Natürlich habe ich mich dann auch gefragt, was soll das mit diesem Hashtag? Ich bin Hanna, wer ist Hanna? Hanna ist eine fiktive Wissenschaftlerin, die mal in einem Video vorkam vom Bundesforschungsministerium. Das ist Hanna. Sie ist Biologin. Sie schreibt an ihrer Doktorarbeit. Ihr Vertrag bei der Universität ist auf 3 Jahre befristet. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz erlaubt, dass NachwuchswissenschaftlerInnen bis zu 12 Jahre immer wieder befristet beschäftigt werden können. 6 Jahre vor und 6 Jahre nach ihrer Promotion. Diese befristeten Stellen sollen der wissenschaftlichen Qualifizierung dienen. Die Befristungsdauer soll angemessen sein.
Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen können die Befristungsdauer selbst festlegen. 92% der Wissenschaftler unter 45 Jahren haben einen befristeten Arbeitsvertrag. Und der Hashtag Ich bin Hanna, der hat jetzt ganz aktuell zu einer Debatte im Bundestag geführt. Auslöser für die Empörung war ein Video auf der Homepage des Bildungsministeriums, in dem eine fiktive Wissenschaftlerin namens Hanna das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz schönredet. Genau das Gesetz, das mitverantwortlich ist für die unhaltbaren Zustände. Ich meine, das muss man sich wirklich an dieser Stelle einfach mal reinziehen. Während der größte Teil der Beschäftigten in ständiger Angst lebt, arbeitslos zu werden, lässt das Ministerium die Comicfigur Hanna erzählen, wie dufte das eigentlich ist, dass es befristete Arbeitsverträge gibt, weil sonst die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das System verstopfen würden und dass die ständige Fluktuation von Arbeitskräften Innovation fördern würde. Was für ein Hohn, Kolleginnen und Kollegen, und wie gut, dass es jetzt Widerstand gegen diese Verhöhnung gibt. Und das Gesetz, an dem Sie sich reiben, ist genau dazu da. Es zielt nämlich darauf, Dauerbefristungen zu verhindern. Es begrenzt die Zeit, in der junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf befristeten Stellen sich qualifizieren. Und wären diese Stellen nicht befristet, bekämen deutlich weniger Menschen die Chance, deutlich weniger junge, qualifizierte junge Menschen die Chance, sich eben weiter zu qualifizieren. Und viel weniger könnten zeigen, was sie können. Und genau diese Einengung wollen wir nicht. Wir wollen Zugang und Chancen für viele. Genau, also das war so Ihre Begründung, warum dieses Gesetz überhaupt in Kraft getreten ist. Mhm. Was würdest du dazu sagen, aus deiner Perspektive? Ja, so, es klingt natürlich sehr nett, dass wir haben die meisten Möglichkeiten für die meisten Leute. Es ist klar, wir brauchen befristete Stelle, das ist klar. Auch klar ist, dass bei mir, ich bin nicht in einer Qualifikationsphase. Ich bin eine sehr geübte Wissenschaftler, ich bin sehr bekannt. Ich hatte ganz viele wichtige Papers geschrieben. Ich habe viel Geld gekriegt von Drittmitteln. Ich bin kein Wissenschaftler in Training im Moment. Ja? Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen. Da gehörst du zu den Top-Leuten in der Wissenschaft. Kannst aber deinen Job, dein Leben überhaupt nicht vernünftig planen. Klar, dass das für Druck sorgt und für Frust. Hallo, Herr Keller. Andreas Keller ist Gewerkschafter. Hallo, können Sie mich hören? Können Sie mich sehen? Was hat die Wissenschaft vom System mit den befristeten Verträgen? Da bin ich in der Tat der Überzeugung, wenn man das ganze Leben immer nur auf Zeitverträgen sitzt, dann fördert das nicht die Innovation, sondern sie hemmt sie. Weil wenn ich immer weiß, in 6 oder 12 Monaten muss ich Ergebnisse liefern, Berichte vorlegen, damit mein Vertrag verlängert wird, dann gehe ich halt lieber auf Nummer sicher, lege mich nicht mit dem Mainstream in meiner Wissenschaft an, probiere nicht was aus, wo man nicht weiß, was am Ende rauskommt. Also unter dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz hätte jemand wie Albert Einstein sicher keinen Nobelpreis gemacht. Inwiefern, würden Sie sagen, schadet das dem Wissenschaftsstandort Deutschland, weil Deutschland ja auch eigentlich bekannt ist in vielen Bereichen für die Forschung? Und die Bildung. Ich weiß, dass unsere Kolleginnen und Kollegen eine hohe Motivation haben und das treibt sie auch an, widrige Bedingungen in Kauf zu nehmen. Aber man kann das nicht überstrapazieren. Irgendwann ist dann bei vielen die Geduld am Ende und dann gehen sie eben nach Großbritannien, in die USA oder in die nordischen Länder, wo auch nicht alles rosig ist, wo es aber sehr viel früher diese Planbarkeit gibt in einer wissenschaftlichen Laufbahn. Auch Christopher bewirbt sich immer wieder auf verschiedene Stellen, zum Beispiel im Ausland. Und außerdem, mein Sohn hatte gesagt, ja, diese ständige, vielleicht ziehen wir um nach Toronto oder nach irgendwo in den USA oder vielleicht gehen wir zu Wien. Und dann klappt das Stelle nicht so. Er sagt, ja, ich habe angefangen zu freuen mit der Idee, dass wir gehen in ein anderes Land. Und dann ihr sagt, ja, nee, die Stelle ist nicht durchgekommen. Gehen wir dann nicht, ja? Und dann jetzt mit unserem erwarteten Umzug in den nächsten Monaten ist dann wieder, ja, wann finden wir einen Platz? Ziehen wir dieses Jahr um, nächstes Jahr um oder machen wir mit Pendeln oder so? Die Kinder können das nicht wissen, was wir machen. Alles, was wir machen, ist für sie ein bisschen. Es kommt einfach plötzlich was von den Eltern, ist jetzt so. Da fragt man sich,
warum man noch sozusagen in diesen Weg gehen sollte als junger Mensch, oder? Glaubst du nicht? Ja, der Grund, warum so viele Leute machen, das ist, dass die lieben ihre Arbeit, die lieben Wissenschaft. Und die wollen wirklich gern diesen Fragen, die sie haben über der Welt, beantworten. Liebst du das auch? Ich habe früher wirklich meine Arbeit geliebt. Aber über die Zeit und mit dieser Frage immer, das kriege ich endlich eine Stelle irgendwo, dann geht irgendwann das Spaß weg. Es ist wirklich traurig, muss ich sagen, sorry. Aber ich habe das so geliebt, meine Arbeit. Und ich weiß nicht, ob ich das weitermachen kann. Ja, sorry. Aber ja, ich würde wirklich gern Wissenschaftler bleiben. Aber es sieht nicht so aus, wie ich kann das machen. Das Gesetz, das die Befristung in der Wissenschaft regelt, gibt es seit 2007. Union und SPD haben das mit auf den Weg gebracht. Ich spreche gleich mit Wolfgang Steffinger von der Unionsfraktion. Hallo Herr Steffinger, können Sie mich hören? Hallo, grüß Sie. Ja, ich kann Sie hören. Weiß ich gerade nur nicht, wie es vom Licht her ist. Ich glaube, ich muss hier eins ausschalten. Weil also ehrlich gesagt, meine Situation sieht auf jeden Fall bedeutend trauriger aus als Ihre. Ich will herausfinden, warum die Union an den befristeten Verträgen festhält. Steffinger beschäftigt sich im Bundestag viel mit Bildung und Forschung und hat auch Einfluss darauf, was in Gesetzestexten steht. Sie haben ja von der Debatte Hashtag Ich bin Hanna mitbekommen. Und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, worum es ja hier in dem Fall geht, soll ja eigentlich Innovationen und Chancen fördern, wie Frau Karliczek das auch gesagt hat. Jetzt haben Sie aber auch durch die Debatte gesehen, es sorgt eher für Frust. Was läuft da aus Ihrer Sicht schief? Oder läuft was aus Ihrer Sicht schief? Also das Wissenschaftszeitvertragsgesetz hat ja wirklich auch zum Ziel, diese ellenlangen Befristungen im Bereich der Wissenschaft zu begrenzen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Gleichzeitig sorgt das aber eben auch für die Flexibilität, die notwendige Flexibilität, die wir auch im Wissenschaftsbereich brauchen. Und wir haben auch, um eben auch zu schauen, ob das Gesetz richtig wirkt, ob es zielgerichtet wirkt, eine Evaluation, die auch derzeit läuft. Die Ergebnisse sollen 2022 vorgestellt werden. Ich sage aber auch ganz deutlich, der Bund ist der falsche Adressat, auch für die ganze Aktion Ich bin Hanna aktuell, weil nämlich die Länder dafür zuständig sind und die Hochschulen und eben nicht der Bund. Jetzt ist es aber so, dass das Gesetz, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, ja schon ein Instrument ist, was ja vom Bund kommt. Der Punkt ist, dass der Bund es nicht beschließen kann ohne die Länder, sondern dass man sich eben verständigt hat, dass hier die gleichen Bedingungen in allen 16 Bundesländern gelten. Deswegen ist es ein Bundesgesetz, das aber nicht vom Bundestag allein beschlossen werden kann, sondern eben auch vom Bundesrat. Gute, bis dann. Ciao. Ja, also der Herr Steffinger hat natürlich versucht, wie fast alle Bildungspolitiker, die Verantwortung auf die Länder abzuschieben. Aber das würde ich erstmal so nicht unterschreiben, weil das Gesetz, über das wir gesprochen haben, ist ja ein Bundesgesetz. Und die Bundestagsfraktionen saßen wohl auch mit im Tisch, als dieses Gesetz entstanden ist. Und noch eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, das steht sogar auf der Website vom Bildungsministerium, dass sie im Blick haben wollen, ob es eine Reform bedarf bezüglich der Zeitverträge der Wissenschaftler. Deswegen lasse ich ihm das jetzt nicht einfach so durchgehen. Und ja, wenn man an Christopher zurückdenkt, dem ist natürlich gar nicht damit geholfen, dass jetzt über Zuständigkeiten hier diskutiert wird. Wie sieht es denn bei euch aus mit den Arbeitsverträgen? Hangelt ihr euch auch immer nur von Jahr zu Jahr? Und hättet ihr Lust, in die Wissenschaft zu gehen, wenn es diese Arbeitsbedingungen gibt? Erzählt es uns in den Kommentaren. Und wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert.